zu deinem Video. Frosch im Hals. So. Ja, war wieder Zeit genommen für Video drehen. Es ist mal wieder soweit. So langsam kommt der Frühling bald. Gott sei Dank. Das war kein Dampfer-Video oder bis dann naja, einfach nochmal wieder plaudern. Wie gesagt, langsam wird es wärmer, aber nur langsam. Und mir ist aufgefallen, das ist ein bisschen komisch. Ich will mal auf Tour gehen. Also mal, wenn ich mal frei habe am Wochenende oder wenn ich dann mal länger frei habe, mal eine längere Tour planen. Weil mir ist aufgefallen, ich brauche dieses Freiheitsgefühl. Weil ich hatte mal, ist komisch, ich habe einen Garten, wo ich öfters mal bin im Sommer. Und da ist mir schon jetzt letztes Jahr aufgefallen, wenn ich da alleine bin, fühlt mich eigentlich wohl. Und wenn man da noch so ein kleines Lagerfeuer anmacht, sternklarer Himmel ist, sitzt dann da, guckst in die Sterne, denkst nach, Mann, wo bist du hier gelandet? Geht das so weiter? Diese Ruhe einfach ist nur genial. Weg von diesem ganzen Stress. Man hatte Arbeit, Gott sei Dank, toi toi toi. Wenn du da aber dann viel arbeiten bis vom Montag bis Freitag, dann noch Überstunden machst, dann diesen ganzen Stress. Ja, Arbeit macht Spaß, Gott sei Dank, ebenfalls. Gutes Geld ist ja auch da. Bei mir ist echt aufgefallen, das ist nicht meine Erfüllung. Nur zu ackern wie so ein Idiot, um ein Geld zu verdienen. Weil man hat ja dann auch ein Auto gekauft, wenn man ja einigermaßen verdient. Ich habe einen Transporter, es gibt ja schon ein paar Videos, die ihr mal gesehen habt. Und umso länger ich nachgedacht habe, umso schlimmer wird das Gefühl, diese Freiheit zu genießen. Und Freiheit in dem Sinne, einfach mal ins Auto zu steigen, wegzufahren, irgendwo hin, wo es mich hin verschlägt, ja. Ob das nur Lost Place ist, ob das nun Angeln ist, ob das nun einfach mal so ein Metalldetektor oder Magnetfischen oder wisst ihr Geier, man hat da viel im Kopf drin, was man so machen will, ist einfach mal raus, die Natur genießen, diese Stille, Tiere zu sehen oder wisst ihr Geier, ja, einfach mal zu genießen. Und ich habe dann nochmal, auch letztes Jahr mal gestartet, bin einfach mal mit einem Gartennachbarn angeln gefahren. Das war mal Freitag los, haben die ganze Nacht durchgeangelt, Samstag durchgeangelt und dann Sonntag wieder nach Hause. Es war anstrengend, die Nächte durchzumachen, man hat ja kaum geschlafen. Wenn man so das Wochenende 4 Stunden schläft, dann ist es schon hardcore. Aber man hat sich befreit gefühlt. Und dieser Drang dahin wurde immer größer. Genauso jetzt im Winter, wo ich mal frei hatte, da saß ich da. Es war nicht ganz so arschkalt, es war ja zwischenzeitlich mal so minus 10 Grad. Da war es aber einigermaßen angenehm, wo es tagsüber Plusgrade waren und nachts gegen Gefrierpunkt. Da sitzt du dann hier, Sonne scheint in der Wohnung, denkst so, verdammte Scheiße. Was machst du hier, ja? Sitzt hier rum, nee, da halt einfach nur meine Tomaten gepackt, bin losgefahren, ein Auto, mal wieder irgendwo hin. Hab da übernachtet im Transporter, am nächsten Tag dann wieder zurück. Leider konnte ich nur in der Nacht übernachten, weil eigentlich war ich ja länger, aber weil ich ja dann, ja, ich muss das Auto mal abgeben, wegen TÜV und wisst ihr Geier, deswegen habe ich da ein bisschen Zeitdruck gehabt. Auch da mal wieder, weil ich sauer, dass ich diesen ganzen Stress hatte, ja, weil ich zu wenig Zeit. Und ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, wenn du dann hier sitzt, rausguckst aus dem Fenster und denkst so, man könnte ja rausfahren. Also dieser Drang rauszufahren, die Freiheit zu genießen, ist so hoch, da hätte ich mir gedacht jetzt mal, ich habe eine Weile drüber nachgedacht mal in letzter Zeit, was ich machen werde, ist einfach nur mal, also dieses Jahr auf alle Fälle, ich werde rausfahren, die Freiheit genießen.
Meine, warum hat man ein Auto gekauft? Warum hat man das auch ausgerüstet, dass man ja auch drin schlafen kann? Kochen kann ich, Klo habe ich drin, Essen, Trinken habe ich drin, Ausrüstung habe ich drin, auch ein Zelt. Man kann variieren, man kann wirklich touristisch ein paar Sachen einpacken und davon rausfahren. Der Rest ist ja im Auto. Und das liebe ich. Einfach mal weg von diesem grauen Alltag, einfach mal die Freiheit genießen, ja? Weg von diesem ganzen Stress. Und mir ist aufgefallen, gerade Wetter draußen mal, irgendwo alleine, mein ab und zu war ja Matthias mit bei, war diese Extreme noch alleine, aber wir gucken mal, was die Zukunft so bringt. Mir ist aufgefallen, ich brauche das. Ich kann nicht zu Hause sitzen, ja, wie gesagt, der graue Alltag. Ich muss weg von diesem ganzen Stress und diesem ganzen Umfeld hier. Und war ja schon in Berlin, hört jetzt mal Tatütata, ein Hubkonzert und alles nur Stress und die Leute sind irgendwie so unzufrieden, ja. Ich kann das nicht mehr. Man wird auch älter mittlerweile und ich liebe es einfach mal, das Leben zu genießen. Weil im Endeffekt, wenn man dann alt ist, also ich bin ja alt, aber wenn man wirklich älter wird, und man tut dann Leute kennenlernen und die fragen, was hast du denn so gemacht in deinem Leben? Und dann denkst du, ich war arbeiten. Wow, warst du fleißig, ja. Also, Scheiße, so kann ich sagen wenigstens, ich war da, hab das erlebt. Das bemerke auch die Videos, viele, um zu sagen, also ich habe meine Freiheit genossen. Wenn es nicht glaubt, guckt da auf meinen Kanal, da hat genug Videos, wo ich meine Freiheit genossen habe. Und ich mag das auch, mal ein paar Filme zu machen, euch mal die Wahrheit zu zeigen, wie es wirklich ist, das wahre Leben. Das wahre Leben in dem Sinne, wenn man angelt oder wenn man Lost Places macht oder wenn man, weiß nicht, draußen übernachtet, Vanlife oder zeltet. Das Leben ist nicht rosig, aber wenn man das Beste draus macht, ja. Und ich liebe das einfach, wie gesagt, wenn man draußen sitzt, vielleicht ein Feuer anmacht, Sterne beobachtet, einfach mal die Tiere zuhört, das Vogelgezwitscher, stressfrei. Mir ist auch aufgefallen, wenn man so unterwegs ist, die Leute sind ganz anders. In Großstädten ist es extrem, aber gerade außerhalb, in kleinen Dörfern oder Wäldern, das Leben genießen. Ich habe schon mal ein Video gemacht hier, ja, schon was erklärt dazu. Und ich werde hundertprozentig dieses Jahr etwas auf Tour gehen. Meine Duffer-Videos mag ich immer noch, weil das ist auch mein Leben, mein Hobby. Man hat auch genug bestellt, oder bestellt immer noch genug. Naja, ich sage, ich will es einfach nur genießen. Meine, mir ist echt oft gefallen, dieser ganze Stress auf Arbeit, ja, und richtig abzuschalten. Das kann ich nicht zu Hause. Ich kann entweder einen Garten machen oder weil ich da wirklich auf Tour bin, außerhalb. Und das werde ich auf hundertprozentig machen. Ich werde auch ein paar Filmchen drehen, euch zeigen, hier, guck mal hier, hier bin ich schon wieder da, unterwegs. Und mir geht es auch nicht darum, viele Likes oder sonst was zu kriegen oder Einschaltquoten gigantisch hoch sein. Und ich will einfach das machen, was ich will, was mir Spaß macht, das sind Filme drehen. Das sind auch nicht die besten, allerbesten Videos. Und ich will auch nicht hier High-End-Videos drehen und dann, guck mal, ich bin hier größer, stärker, weiter, keine Ahnung. Ja. Mir geht es nicht um die Masseneinschaltquoten, ja, sondern einfach nur, ich bin froh, wenn ich ein paar Zuschauer habe, das läuft, ein paar Abonnenten, das läuft. Und einfach zu zeigen, guck mal, hier, das ist mein Leben, das teile ich mit euch. Das ist mir wichtig. Mir ist egal, wie viele Leute das angucken, weil, ob ich keine Einschaltquoten habe, werde ich trotzdem weiter Videos drehen, trotzdem weiter hochladen, weil das bin ich. Ich bleibe ich. Fertig. Matthias wird dann auch mit ins Boot holen, aber da ist das Problem auch, dass er viel arbeiten ist. Das Matthias ist der. Unten ist ein Link von Matthias, sein Kanal, der macht Lost Places. Einfach mal zuschalten. Könnt ihr mal reingucken, schöne Videos, da könnt ihr ein Abo da lassen, ist kostenlos. Immer so, Werbung in eigener Sache. Mit E-Mail dann auch viele Touren starten, wie gesagt, weil ich kann das nicht mehr zu Hause sitzen, ja, mir fällt die Decke auf den Kopf. Und man lebt zwar gut, man ist zufrieden, aber richtig zufrieden bin ich nur, weil ich draußen bin. Weil ich, wie gesagt, weg von diesem grauen Alltag bin. Meine Ausrüstung habe ich auch schon erweitert, weil man war ja schon ein paar Mal draußen. Da weiß man so mittlerweile, was man braucht. Ich habe auch schon einiges aussortiert. Ich würde auch, wie gesagt, weitermachen, auf alle Fälle.
Wenn es dich interessiert, guckt die Videos einfach nicht an. Wenn es in mal interessiert, schaltet einfach mal rein. Und ich muss mal vorsichtig dazu sagen, ich bin kein Typ, der hier sagt, alles schön, alles rosig, sondern eher die Wahrheit sagt. Weil es mir extrem aufgefallen bei den ganzen Videos hier, die man so auch im Internet sieht, bei YouTube. Ja, ob das nun Ausrüstung ist, ob das nun das Ausrüstung, das ist das Beste, was ihr haben könnt, das ist das Beste hier, ja. So typisch mit dem Film, auch nur ja, naja, jetzt kann ich wieder so mittendrin mal anfangen. Fängt mal fahren. Mir ist aufgefallen, wenn man so viele Videos guckt, ob das in Ausrüstung ist oder Angeln ist oder ist der Geier, alle sagen hier, das ist das Beste, das unbedingt haben und ja, scheiße ist ja. Mir ist aufgefallen, es muss nicht immer teuer sein, es geht auch preiswert. Nicht immer, aber ab und zu funktioniert es. Und eigentlich schon gesehen bei Ausrüstung, das sind die besten, das musst du haben. Das probiert, ich kenne Besseres, ja, es ist nicht gut genug. Weil ich mit der Meinung bin, jeder Mensch ist ja anders aufgebaut, jeder reagiert anders. Das Kälteempfinden ist anders oder das Nässeempfinden oder weiß der Geier. Es gibt so viele krasse Unterschiede. Ja. Und, oder bei Angeln hier, das ist das beste Futter hier, das ist das, die beste Angel oder Haken oder Boilies, weiß der Geier. Ja, und dann hier fängt doch hundertprozentig Fisch. Und das probiert. Ja. Meine Fische wollten nicht, ja, woran liegt's denn jetzt? War doch nicht das Beste, wa? Es gibt was Besseres oder keine Ahnung. Man weiß es nicht. Und das ist halt meine Wahrheit, die ich dann rüberbringe. Ich zeige dazu. Klopft nicht jeden Scheiß, was die alle da in Videos zeigen. Die wollen alle nur Geld verdienen. Und ich habe ja nicht so viele Abonnenten und nicht so viele Zuschauer. Ja, da seht ihr mal, ich bezahle alles selber oder kaufe, suche aus und probiere es selber aus. Das zeige ich euch dann, wie das so funktioniert oder wie das so ist. Da habe ich schon genug festgestellt, dass viel schon sonst ausgegeben ist. Und ja, wie gesagt, was sie so im Fernsehen bringen oder auf YouTube, ist nicht das Gelbe vom Ei. Oder auch andere, auch wenn es um E-Zigaretten geht oder um Liquid. Na klar, sagt er, das sind die besten Liquids 2000 irgendwas, ja. Das sind die besten. Ja, aber Beispiel, wenn der Himbeere dampft, oh, das schmeckt geil, das ist das Beste. Und der andere, der überhaupt keine Himbeere mag. Ist immer noch das Beste oder ist das nur Geschmackssache? Drüber nachdenken. Zwischen den Zeilen lesen, ja? Wie gesagt, nimmt nicht alles so auf die Goldwaage. Es gibt immer die unverblümte Wahrheit und die will ich euch vermitteln. Wie gesagt, auch wenn die Quoten nicht so hoch sind bei mir, aber ist mir egal. Ich habe Spaß an diesem Videos drehen. Ich will euch an meinem Leben teilhaben lassen und ja, ich will so weitermachen. Weil. Und gerade jetzt, was vermehrt kommt, das ist so dieses Rausfahren, ob das so ein Zelten ist, Angeln ist, Lost Place, einfach raus. Ja, Leben genießen, Freiheit. Und das ist bei mir wirklich Freiheit. Und man kennt das vielleicht, man sitzt dann draußen irgendwo am Kochen oder auch am Nächtigen oder Angeln, weil man dann erst mal Zeit hat, drüber nachzudenken. Man ist ja wirklich so, man hat kein Fernsehen, man hat kein Radio, man hat nichts, man hat einfach nur die Natur, die Ruhe. Und wenn man da bis mal drüber nachdenkt über sein Leben, ja, ich habe genug Zeit gehabt, mir ist echt aufgefallen, ich will raus, ich will nicht in dieser Wohnung hier vergammeln. Jetzt raus sterben die meisten Menschen, ich will es nicht, ja, so ungefähr. Wir gucken mal. Und gerade, wie gesagt, Arbeitsstress weg, grauer Alltag weg, einfach nur mal genießen. Und ich muss sagen, man war schon oft auf Tour gewesen, also was heißt oft, man hat es mal probiert, das war so. Man fängt immer klein an und man tut sich mal hocharbeiten und irgendwann hat man seine komplette Ausrüstung, die man braucht. Und dann geht es immer besser, draußen zu bleiben. Und ich fahre damit ganz gut. Wie gesagt, ich zeige euch alles dann. Ja, das wollte ich mal gesagt haben. Dass ich, wie gesagt, bald weg bin. Und viele Videos drehe. Ich weiß nicht, jeden Tag ins Hochladen, weil zeitlich welche ich das hinkriegen, auch durch die Arbeit und sowas. Aber ich dann Freitag nach der Arbeit direkt los und dann. Sonntagabend irgendwann mal nach Hause, dann Arbeit vorbereiten, arbeiten gehen, mal kicken, wie das funktioniert, wann ich die Touren mache. Weil im Endeffekt hat man ja nur den Samstag Zeit. Weil Freitagabend irgendwann kommst du an, Sonntagmittag haust du irgendwo ab, du musst auch alles zusammenpacken, eigentlich hast du nur den Samstag. Man muss halt gucken, da, wenn man dann mal frei hat, dann mal eine schöne Tour planen. Das wird kommen, hundertprozentig. Auch Lost Places, wenn ich dann rausfahre, da übernachten. Videos gedreht, einfach nur genial. Das wird kommen.
hundertprozentig. Mir geht es, wie gesagt, nicht um die ganze Einschaltquoten, weil, wenn doch viele sagen, das kannst du besser machen, das ist ja scheiße und so was. Ja, man kann, aber ob man es will, ich mache das, was ich will, ich bin ich, fertig. Ja. Das, was ich mal gesagt habe, dass ich gesagt habe, jetzt mal demnächst mal was unternehme und dann wirklich mal raus aus der Gesellschaft hier und dann einfach mal die Freiheit genießen. Ich könnte auch mal drüber nachdenken, ob das vielleicht auch mal was Schönes wäre, dass man einfach nur mal rausgeht. Ja, und ihr werdet sehen, draußen ist viel schöner als hier drinnen. Aber es ist immer Ermessungssache. Ja, so sagen. Das war jetzt mit meiner der kleine Ankündigung von mir, dass ihr mal auf dem Stand seid, dass ihr wisst, was das irgendwann mal passiert, Ende des Jahres. Oder dieses Jahr auf alle Fälle, nicht Ende, sondern dieses Jahr. Ja, dann lasst euch mal überraschen, was alles kommt. Und ihr seht ja selber, ich war auch eingewecktes EPA-Pakete. Und das ist genau das, was auch meinen Arsch rettet eigentlich. Weil ich auch immer in meinen Keller oder in meiner Kammer gehe, dort davon sowas eingepackt und losgezischt. Ich muss nicht einkaufen, ich habe alles da. Und Konserve hat man genug da. Ja, dann gehst du mit dem Einkaufsbeutel mal in die Kammer und dann packst du was ein fürs Wochenende und das war's gewesen. Da tut der Teufel, dass es sowas gibt, wie EPA-Pakete oder auch hier eingewecktes. Manche Sachen, die teste ich auch, kannst du auch schon mal zeigen, was da alles drin steckt, wie das schmeckt. Es gibt ja schon ein paar Videos. Ja, das tut man halt kombinieren, weil ich mag einfach die Videos drehen. Ist langsam krankhaft, aber ist so. Ja, so viel zu dem Thema. Jetzt wisst ihr Bescheid, wo es draus hinausläuft. Ich bin fertig für heute. Wer es euch gemacht hat, kann gerne ein Abo da lassen. Ist kostenlos. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschalten. Wir sehen uns bald wieder beim nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao. Und gut Dampf.